Schönen guten Tag, liebe Eisbären-Fans. Herzlich willkommen zu einem neuen Eisbärengespräch. Heute an einem besonderen Ort, nämlich der Eislaufbahn in Lankwitz. Die Eisbären haben hier heute zum ersten Mal wieder nach der kurzen Länderspielpause trainiert und das Open Air. Und ich habe Jonas Müller bei mir. Jonas, guten Tag. Guten Tag, Goldi. Wie war's? Gut. Also Wetter hat richtig gut mitgespielt. Also es hat echt Spaß gemacht. Manchmal war es ein bisschen schwierig mit dem Schauen, aber war trotzdem sehr gut. Meinst du, die Torhüter hatten also einen kleinen Nachteil? Ja, ich glaube, der in die Sonne schauen musste, hatte vielleicht einen kleinen Nachteil, aber ich glaube, das ging trotzdem, ja. Wie hast du die Pause vorher verbracht? Ja, ich war mit meiner Freundin in Dubai und bin gestern Abend wieder zurückgekommen und ja, jetzt bin ich wieder hier auf dem Eis. Wann hast du das letzte Mal Open Air trainiert? Das ist ja bestimmt schon eine Weile her, oder? Ja, das war auch hier. Mit Preußen damals. Da wurde ich, glaube ich, in der DNL ausgeliehen nach Preußen und dann haben wir hier abends einmal trainiert, ja. Und ich bin früher hier immer ins Schwimmbad gegangen. Tatsächlich? Jeden Sonntag mit meinen Eltern. Also war es für dich so ein bisschen was wie nach Hause kommen? Ja, schon so ein bisschen, ja. Du konntest dich auch noch an alles hier erinnern? Hat sich irgendwas verändert? Boah, also jetzt von früher her jetzt nicht unbedingt, aber so jetzt, wo ich dann vor ein paar Jahren dann mal hier war mit Preußen, das wusste ich hier schon noch, wie es hier aussieht, ja. Okay, und ich habe mich gefragt, die Bänke sind ja doch relativ klein. Wo sind denn die Strafbänke oder hat man hier wirklich nur trainiert? Wir haben ja nur trainiert, also gespielt habe ich hier noch nie. Alles klar, Mülli, wir gucken mal auf die nächsten Spiele. Krefeld und Mannheim stehen an. Wie gehen wir die an? Ja, ich denke mit voller Energie. Ich glaube, jeder hat sich genug ausgeruht und ich glaube, wir sind alle fit und wenn wir jetzt in die Woche starten, werden gut trainieren und ja, dann werden wir wieder neu angreifen. Viel Erfolg für diese Spiele. Dankeschön. Liebe Eisbären-Fans, das war ein Eisbären-Gespräch mit Jonas Müller, der zurückgekommen ist an den Ort, an dem er schon mal trainiert hat. Die Eislaufbahn in Lankwitz, heute Open Air. Und vielen Dank nochmal für dieses tolle Wetter an wen auch immer, der dafür verantwortlich ist. Tschüss.